Mein Name ist André Zahedi und Sie möchten bestimmt wissen, wie oder bisschen wo der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Immobilienpräsentation ist. Hier möchte ich Ihnen heute mal anhand ein paar Beispielen, die wir bei uns auf der Webseite unter der Rubrik Eigentümer und Immobilienfotografie eingestellt haben, zeigen, was ein gutes und auch was ein besseres Foto dann dementsprechend ausmacht, wo die Unterschiede sind und wie Menschen es wahrnehmen. Hier sehen Sie eine Küche. Ja, können sagen, okay, sieht ja eigentlich mal gut aus, sieht zwar unscharf aus, eher eine Amateuraufnahme. Bei uns würde man das gleich, Sie sehen hier, sieht es dann gleich ganz anders aus, sieht knackig. Man sieht, dass die Küche auch weiß ist und nicht diese Farbe, die vielleicht Ihnen überhaupt nicht gefallen würde, zum Beispiel rosa oder so ähnlich rosa, wie es auch ausschaut. So sieht die Küche, alle Linien sind gerade und das sieht richtig appetitlich aus. Und da sieht man sogar anhand von dem Obst hier, dass die Farben dann auch wirklich so sind, wie es da wirklich vor Ort und Stelle ist. Das ist ja oft die Wahrnehmung, wenn Kunden sich eine Immobilie anschauen, auf den Bildern nehmen sie was ganz anderes wahr und man ist dann oft enttäuscht, wenn man dann vor Ort und Stelle kommt und die Immobilie sich in ganz anderen Farben darstellt. Ne? So. Hier haben wir ein weiteres Beispiel. Man kann so einen Raum, Sie sehen hier einen Flur, da ist dunkel, die Wände sind schief und der gleiche oder bis an die gleiche Situation bei uns. Ne, so sieht man, aha, dass es auch qualitativ schöne Räume sind, dass der Boden gepflegt ausschaut und dass der Platzbedarf auch für Ihre Bücher oder was auch immer Sie sonst hier wahrnehmen, dass alles hier wirklich schön belichtet ist und dass man auch das schon Spaß hat, einfach sich die Immobilie dann noch anzuschauen. Ein anderes Beispiel zu nennen, ne? Also man kann auch so ein Haus zeigen, nicht? Das wurde mal so angeboten und Sie sehen unscharf, man kann eigentlich gar nicht so richtig wahrnehmen, um was geht es. Ich meine, das Haus ist ja nicht schlecht. Dieses Haus haben wir zum Beispiel übrigens innerhalb von wenigen Tagen verkauft. Das war unsere Präsentation. So sieht es halt professionell aus. Da sieht man auch gleich die Zusammengehörigkeit, dass es ein Schwimmbad hat, dass der Garten gepflegt ist, nicht, dass da auch beim schönen Wetter, wie Sie hier sehen, da der Rasen, die Steine und sogar die Pflanzen, dass das alles in einem sehr, sehr, sehr gepflegten Zustand ist. Und hier, das ist halt unprofessionell und es macht auch ehrlich gesagt keinen Spaß beim Anschauen. Ein weiteres Beispiel haben wir hier so, Sie sehen, es ist ein Wohnzimmer, nicht? Da sieht man dunkel, also ob man da Lust hat, da mal so zu frühstücken oder Abendessen oder überhaupt mal Kaffee zu trinken, nicht? Das ist einfach eine Frage, wie ein Raum ausgeleuchtet ist und gerade bei der Immobilienfotografie, das geht mit normalen Techniken nicht. Da müssen Profis ran und Sie sehen also hier, wenn ich mal den Unterschied sehe, da sehen Sie einfach mal die Tiefe, da sehen Sie die Qualität der Materialien und auch hier die Tiefe im hinteren Bereich. Wenn Sie sich das mal da genauer anschauen, da hinten ich komme jetzt mit der Maus da leider nicht so drauf, na, Sie sehen es dann, dass da ganz hinten im Essbereich die Tiefe des Raums wird richtig wahrgenommen, rechts an ist die Küche und sieht einfach einladend aus. Ne? Das ist vorher, so sieht es bei uns aus. Oder wenn Sie jetzt hier mal dieses Haus hier mal anschauen, nicht? Also man könnte gerade meinen, das fällt um. Das ist mal der kleine Unterschied bei Immoprofi Zahedi. Sauber gepflegt und man sieht schon im Eingangsbereich, das ist alles tipptopp. Die Materialien kann man da sehen. Auch dieses Haus wurde innerhalb von wenigen Tagen über uns verkauft. So, und hier haben wir ein Badezimmer. Das ist abends aufgenommen worden, ganz bewusst. Und Sie sehen also hier, naja, die Krümmung und die Materialien sind da nicht so richtig wahrzunehmen. Und so sieht es mal gleich bei uns aus. Ne? Da sehen Sie auch mal, aha, es ist schön beleuchtet. Und dann macht das auch gleich Spaß, wenn man morgens oder bis abends da Bad nimmt, wie Sie sehen, die Kerzen sind an. Da kommt einfach eine ganz andere Stimmung dann auf. Oder wenn Sie hier so ein Esszimmer sehen, ne? Sieht ja auch ganz nett aus, mit Weingläsern ähnliches. Ne? Aber auch da wieder dieses komische Rosa, kein Weißabgleich. Und die Wände sind so, haben so eine Krümmung. Und wenn Sie jetzt hier schauen, sieht so bei uns so aus, nicht? Klare Linien, keine kippende Wände oder ähnliches. Und da ist weiß auch wirklich weiß und das macht dem Betrachter einfach Spaß. Das war so eine kleine Einleitung
Immobilien, wie man Immobilien besser präsentieren bzw. auch besser fotografieren kann. Das können wir. Und wenn Sie da Interesse daran haben, Ihre Immobilie besser zu verkaufen, dann rufen Sie bei uns an. Bzw. Sie können auch hier bei uns auf der Webseite, da haben wir hier unter der Rubrik Eigentümer, sehen Sie Immobilienfotografie, können Sie sich da selbst davon überzeugen. Ganz in Ruhe von zu Hause aus können Sie sich das hier anschauen. Und da stehen auch einige Tipps und Anregungen, wie man eine Immobilie besser verkaufen kann. Haben Sie noch einen schönen Tag und hier war Ihr André Zahedi von Immoprofi André Zahedi in Darmstadt.